Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir eine ewig lange Sache mit den Solar Arrays gehabt, wo wir die ausgerichtet haben. Und ich will heute ein bisschen, was Entspannteres machen, was anderes. Und mich mal wieder mit Flugzeugen beschäftigen. Wir haben lange keine mehr gehabt, aber es ist gleich... Meine Vögel diskutieren immer noch, weil ihr müsst wissen, ich tue die Folgen jetzt alle an einem Tag auch aufnehmen, weil ich morgen weg muss und ich die nächste Woche vorproduzieren will, einfach damit ich sicher bin. Und ja, also ich bin jetzt noch früh die Woche vorzuproduzieren und das ist ja alles ein bisschen blöd teilweise. Wir werden uns heute einfach mal ein kleines Flugzeug bauen, einfach mal wieder ein bisschen die Flugskills hochbringen, weil wenn ich würde gerne in Zukunft mal ein... vielleicht auch mal einen Jet wieder an den Start bringen oder sowas. Also Jet, ein Space Shuttle oder sowas, was gechillt ist, was cool ist, ne? Aber dafür muss man halt es auch drauf haben. Und dafür muss ich mich heute mal wieder eintrainieren. Mal wieder schauen, ob ich das Zeug noch drauf habe, wie von damals. Ich habe damals ja riesige Space Shuttles und bla bla bla, aber man kann es auch nicht immer haben. Und deswegen muss man mal gucken, wie gut man es noch drauf hat. Wir brauchen jetzt ein relativ simples Flugzeug. Will ich denn, dass die Dinger komplett turnen? Nee, will ich nicht. Ich will was wirklich Spezifisches. So. Zack. Wir probieren es einmal aus, wie gut das Zeug fliegt. Herausfinden und... dann können wir das verbessern und für die Zukunft vielleicht ein zukünftiges Space Shuttle mal entwickeln. Was vielleicht in der Zukunft die Transporte zum Mann macht, weil es einfach lustiger ist. Obwohl natürlich die... Missionen, die so richtig so, ja, SpaceX-Style sind, auch geil sind. Das, was ich jetzt gerne mache, ist... da die Düsen dran bauen. So bedeutet, wir brauchen ein Düsentriebwerk. Haben wir sowas? Ja, haben wir. Perfekt. Oh, das ist aber ein großes Düsentriebwerk, du. Wo ist denn das Kleine? Wo ist mein Babydrüsen da? Dankeschön. Und vorne natürlich noch ein Einlass für die Luft. Was ist denn das für ein riesiger... ist das ein Lufteinlass? Was ist denn das? Triebwerkssockel. Das ist ein Triebwerkssockel? What? Was willst du denn da für bitte schön bauen? Einen riesigen Flugpanzer oder sowas? So, okay, wer ist was? Ich habe irgendwie gerade Bock, da hinten das Triebwerk anzubauen. Nee, aber das lassen wir so. So. Erstmal so Scheiße bauen, dann den Rest. Wir haben nicht mal. Wir haben nicht mal die coolen Teile. No way, wir haben keine coolen Teile. Oh Mann, ich wollte cooler bauen. Ich wollte es cooler machen, Manno. Was will ich? Ich habe nur die Teile. Alter, what the fuck? Jetzt will ich mich das Spiel doch gerade ernsthaft nur verarschen, oder? Yo, ist klar. So, okay. Nee, fast schon. Klar, es ist beschissen mit den Teilen, aber das schaffen wir auch noch. So. Dann bauen wir halt was Cooleres da draus. Das wird auch schon klappen. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Rollen. Ist jetzt zwar alles nicht gleich so optimal, aber das wird schon fliegen. Ja, schaut nach einem relativ soliden kleinen Flugzeug aus. Wo ist denn der Schwerpunkt? Ah, davor. Perfekt. Nehmen wir das mal die Tarunsa. Oder Tausana. Tausana. Das ist jetzt der Name des Flugzeugs. Speichern. Oh, ich habe es auf Start gekriegt. Hoppala! Auszusehen mal den falschen Button erwischt. Ja, aber mega nice. Also ich finde es mega cool gerade. Hallo Vögel.
Vor allem, welche Flugzeuge auch mega cool finde. Ich finde die ganze Sache mit aerodynamisch und allem und dann sehr, sehr interessant immer. Was lebt denn das jetzt gerade? Stirbt es gerade? Stirbst du? Spiel? Ich glaube, Spiel findet es nicht cool, Flugzeuge zu haben. Das ist vielleicht fast eine Minute jetzt gerade geladen. Oh. What? Sitzen wir hinten auf? Aber wir probieren das jetzt mal. Oh, das ist ein anderer. Oh ja, wir streifen den Boden. Und wir haben fast keine FPS. Was zur Hölle passiert? Sind es die Effekte gerade da unten? Warte mal. Uff. Was ist das denn? Okay. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Wäre auch interessant, woher das kommt. Weil eine 380 sollte der jetzt nicht. Sagen wir mal hier voll belasten. Wir haben aber hier noch diese Seitenbeinchen, die ich natürlich jetzt uncool eigentlich finde, aber. Oder wir bauen, warte mal, wir können doch rein theoretisch die ganzen Flügel nehmen. So machen. Also weiter hinten und tiefer. Aber ich glaube noch nicht tief genug. Aber da können wir sicher noch was dran rütteln und schütteln. Truckfin. Die Truckfin könnte die Lö. Nein. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh no. Warte, warte, warte. Das kriegen wir alles wieder hin. Das kriegen wir alles wieder hin. Das kriegen wir alles wieder hin. Oh, vor allem, weil es jetzt einseitig ist. Scheiße. Zack, zack. So. Aber die Truckfin, wollte ich sagen, ist vielleicht die Rettung in unserem Problem hier. Weil die hier runter zeigt, gerade. Und dann tun wir die einfach hier runter drehen. Perfekt. Nice. Ja, so wollen wir das. Nochmal speichern und nochmal starten. Wir sehen uns in 3 Minuten wieder. Jetzt dürfte ja keine. Ich glaube, diese Collision-Effekt sollte ich draushauen. Die tun gerade irgendwie meinen Rechner zerstören. Was ich nicht verstehen kann bei einem Ryzen 7 und einem. Bei einer 380. Und was sagt ihr? Eine 380 sollte ausreichen, Leute, oder? Die streiten sich da oben gerade wieder bloß rum. Die haben jetzt zu viel Platz, jetzt müssen sie sich drum streiten, wer den großen Platz kriegt und den kleinen. Oder wie sie überhaupt das Ganze aufteilen. So, aber ich höre schon wieder was. Das heißt schon was Gutes. Oh. Das war jetzt aber auch nicht der Plan. Aber schauen wir erstmal, ob es rollt. Ja, schaut gut aus. Wie viel MS hat denn das Teil? 0,18. Oh. Das Teil kriege ich sowieso wahrscheinlich in die Luft allein, weil ich hinten die Reifen so hoch habe. Schauen wir, wie gut das beschleunigen kann überhaupt. Es hüpft eh schon, wieder, als ob sich gerade freuen würde. Also was wichtig ist, hinten die Reifen eindeutig nicht so hoch machen. Abheben. Aber noch mal zurücksetzen, Flugzeughangar. Das funktioniert ja prima gerade. Es ist nur ein Flugzeug. Es kann nicht so schwer sein. Aber warum tun sich die beiden jeweils anders entscheiden? Du kommst mal weg. Ich hoffe, der Unterschied passt hier noch.
Allerdings tue ich die Truckfins mal raus. Und platziere mal nur die. Dann speichern wir wieder und noch einen Start. Irgendwie muss ich doch ein Flugzeug in die Luft kriegen, oder? Kann doch nicht so schwer sein. Dann kann man auch größere Projekte anstehen. Es fehlen halt die coolen Teile. Die coolen, ganz coolen Teile, die fehlen natürlich. Das schadet eigentlich gerade dran. Mit denen könnte man richtig viel Scheiße bauen. So richtig viel Scheiße. Die sind so putzig, wenn sie da oben sind. Ich muss in der Zukunft echt irgendwann mal so eine Vogelcam machen, die in mein Vogelgehege reinguckt. Dann seht ihr, was da immer abgeht die ganze Zeit. Aber ja. Okay, wir sind auf jeden Fall besser ausgerichtet. Es freut sich immer noch, was ich nicht verstehen werde, aber okay. Let's start the engine. Es hüpft nicht auch so schrecklich, dass es halt links und rechts immer sich verzieht. Seht ihr das? Das bin nicht ich immer. Das Hüpfen ist ja schrecklich. Warum hüpft das Teil so? Ich mach nichts gerade, ne? Es hüpft gerade von links nach rechts. Ich weiß nicht, was es vorhat. Hoch! Hoch! Hoch mit dem Flieger, Jungs! Okay, es lag eindeutig an meinen Bauskills, wie scheint. Aber warum freut es sich so? Das check ich noch nicht so ganz. Warum macht es den freudigen Peter? Okay, vielleicht sollten wir das doch weiter vorne lassen. So. Ja, dann müssen wir trotzdem diese Reifen jetzt umplatzieren. Ach, verdammte Kacke. Jedes Mal wieder, ey. Das war wieder derselbe Kack. Okay, warte. Wieder alles anfassen. Zack. Perfekt. So. Warum zum Fick? Kann ich dich nochmal hier bitte? So. Dann drehen wir das ganze Teil um. So, passt doch perfekt. Dann Einsatzrichtung invertiert. Gewicht, das ist ja wieder die Sache. Wo ist das Gewicht aktuell? Weil es wird sehr leicht nach hinten kippen. Wenn man es aber raus tun sollte, das jetzt hoffentlich... Es ist ja relativ wurscht. Wir müssen nur gucken, dass halt mal wir gescheit fliegen. Speichern. Danach kann man weiterbauen. Aber erstmal muss das Ding irgendwie fliegen. Warum freut es sich wie ein wild gewordener Hund? Das sind Fragen, die man alle beantworten muss. Warum kann ich keine Flugzeuge bauen? Eigentlich eine peinliche Frage, aber okay. Dann muss ich gucken. Das ist jetzt der letzte Versuch für heute und in der nächsten Folge, da könnt ihr euch drauf freuen, werden wir auf jeden Fall die Rakete zum Mars schicken oder den Rover auf Mars landen lassen. So. Okay. Es hüpft gerade. Ja, diesmal schaut das auch gut aus.
seid bei Neigen bitte deaktiviert. So, okay. Schauen wir, wie schnell wir das hochkriegen, das Baby. Komm schon, 60. 70. 80. 90. Heb ab, Junge! Hä, wo? Das kann doch nicht die Möglichkeit sein, dass ich nicht fliegen kann. Invertiert. Was ist das denn? Zum Start. Einmal ein Versuch. Ein Versuch noch. Ich habe eine Vermutung. Ich habe nicht die Vermutung, dass hinten das Ruder auch in dieselbe Richtung geht wie vorne. Dann gehen die ja nicht miteinander. Im Grunde muss ja hinten das Heck runterdrücken. Ach, guck mal, wenn ich runter will, also... warte mal. Runter. Ich muss gerade überlegen, welche Richtung man hier runter. Das ist runter. Muss das, dann sind die invertiert. Das gibt's doch gar nicht. Warte. Seht ihr das? Die bewegen sich in dieselbe Richtung, deswegen kann sie sich nicht. Aber da ändert sich auch nichts. Was ist denn das? Facility Manager? Wie kann ich die Invertierung ändern? Oder geht das hier gar nicht? Wahrscheinlich das andere, das geht ja. Wie soll ich denn da fliegen? Also erstens, irgendwie das geht nach innen. Das ist ja, aber das geht ja relativ schnell zum Deaktivieren. Warum kann ich jetzt hier nicht sagen, Entfaltungsrichtung invertiert? Hä, was hat er jetzt gemacht? Okay. Dann noch einmal starten. Ah ja, stimmt. Man sollte das Ding auch losfliegen lassen. Hupsi. Oder bin ich jetzt komplett doof? Doch. Das Ding, da muss das andere nach unten drücken. Wenn man noch nicht mal die Nase hinten runterkriegt oder sowas. Schon. Schneller! Wir schaffen das! Komm schon! Okay, fliegt genauso kacke, fliegt genauso kacke! Yo! Hopsi! Ja! Hoppala! Aber Leute, dann würde ich sagen, ich muss Flugzeuge noch lernen, eindeutig. Bevor wir irgendwas weiter mit Flugzeugen machen können, muss ich mal checken, was
Aber im Regen. Müssen die nicht gegengleich arbeiten, damit sozusagen das Ruder hinten nach unten drückt und vorne nach oben zieht und irgendwie so? Muss ich nochmal einlesen. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.